Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur nächsten Episode Stricker TV. Ja, ich habe mir ein paar Tage Zeit gelassen, habe vieles erledigt, viel Arbeit gehabt, auch Privates und darum, ja, also nicht alles im Dienste von Stricker TV. Aber wir wissen, es geht weiter. Der Fall Nabholz, dieser Skandalfall, dieser Schwurbelrichterin, der wird wahrscheinlich weitere Kreise ziehen. Die Ostschweiz hat jetzt darüber berichtet. Andere Medien haben es bereits längstens aufgegriffen. Und vielleicht wird sich auch mal irgendwann ein Mainstream-Journalist in die Niederungen der Wahrheit hinabbegeben und einfach einen kritischen Artikel schreiben über eine grüne Politikerin, die zwar nicht gewählt wurde, aber die Öffentlichkeit gesucht hat, Werbung macht im Internet, was für ein toller, menschlicher Mensch sie ist. Aber wenn man kritisch darüber schreibt, dann bekomme ich 6 Videos gelöscht. Ich hatte dann die Möglichkeit, das zu beanstanden. Keine Antwort bekommen von YouTube. Und die Videos, die vorhin einen durchgestrichten roten Kreis hatten, die sind jetzt einfach komplett verschwunden. Ja, so geht das von Zauberhand, wenn man vom Gericht aus einfach beanstandet. Angeblich geht es um die Verletzung der Privacy. Und was habe ich gemacht? Ich habe nichts anderes gemacht, als den Namen einer gewählten Richterin am Bezirksgericht Zürich zu nennen. Ja. Und dann werden 6 Videos von mir zu diesem Thema einfach gelöscht. Man kann es nicht glauben. Von Zauberhand geht das. Und diese Leute fühlen sich dann wahrscheinlich noch irgendwie moralisch im Recht. Sie glauben also, wenn sie Richter sind, dass sie über dem Recht stehen, weil sie ja Recht sprechen. Sie müssen ja nicht unbedingt das Recht verkörpern. Sie müssen auch nicht den Rechtsweg bemühen. Sie können Abkürzungen nehmen und staatliche Zensur üben. Halt nicht unbedingt im Namen des Gerichtes selber. Das macht dann im Namen der eigenen Person. Aber wie wir jetzt gesehen haben, im Fall der Weltwoche wird das finanziert vom Steuerzahler, weil das Gericht zwar gemäß Bezirksgericht Meilen nicht klagefähig war, das Bezirksgericht Zürich, also keine Partei sein kann, weil es keine juristische Person ist. Warum das Bezirksgericht Zürich nicht selber gemerkt hat, dass sie nicht klagebefugt sind, sei dahingestellt. Vielleicht hat es dort keine Juristen, die am Gericht Zürich arbeiten, so oder so. Es ist ein weiteres wunderbares Indiz dafür, dass in der Schweiz der Rechtsstaat zumindest, aber nicht nur, aber ganz sicher im Fall von Corona, absolut nicht funktioniert. Weil man einfach Leute diskriminieren kann, öffentlich. Man kann Aufzeichnungen vorlegen, wo einfach gesagt wird, ja, dieser Schwurbler, dieser Unsympathische, der Anwalt mag ihn sicher auch nicht. Ja, der macht es sicher nur wegen dem Geld und so. Weil solche Sachen dann gesagt wurden, wissen wir jetzt alle, ja, auf welchem Niveau das bei uns Gerichte tagen. Aber wenn man das publizieren will, da gibt es einfach aus dem Nichts, wegen Verletzung von Privatsphäre, irgendwie Zensur von YouTube. Ich habe nicht ihre Wohnadresse genannt, ich habe nicht den Vornamen ihres Hundes genannt, ich habe nicht mal ihren Mann genannt, der am Obergericht Zürich arbeitet und damit eigentlich auch bereits zur Partei geworden ist, weil das Obergericht ja selber auch schon, über die Stränge geschlagen hat. Ja, das ist also eine Wahnsinnssache. Was aber sicher ist, ein Gegenschlag scheint möglich. Ich bin ja mittlerweile recht gut informiert, gerichtlich, rechtlich, weil ich ja selber gegen den Unrechtsstaat mittels dem Rechtsstaat kämpfe. Ein recht erfolgloses Unterfangen bis jetzt. Aber ich weiß, dass es durchaus Handhabe gäbe, ebenfalls strafrechtlich Dinge zu indizieren, die unter Umständen nicht so einfach von einem Staatsanwalt weggewischt werden könnte. Da gibt es verschiedene Strategien. Aber darüber schweige ich mich auch aus. Da sind dann andere Leute in der komfortablen Lage, solche Strafanzeigen einzureichen, nämlich direkt Beteiligte. Und damit meine ich nicht die Weltwoche, sondern zum Beispiel Milan vielleicht. Und was das sich da gibt, das werden wir vielleicht dann eines Tages dann plötzlich zu hören bekommen. Ja. Ich selber übrigens
Ich habe auch einen Streitfall. Ich habe das jetzt eigentlich jetzt, glaube ich, gegen 3 Jahre lang ignoriert. Es ist so, gegen mich wurde ein Strafverfahren eröffnet, vor etwa 2 Jahren, von einem Boris Lorizio Mainardi oder Floris Fabrizio Loris, egal. Einfach ein Mann, der so wichtig ist, dass er 2 Vornamen hat. Und der hat strafrechtlich gegen mich Schritt unternommen und hat mir unterstellt, ich hätte Mutmaßungen über seinen Geschlechtsorgan angestellt und ich hätte ihn als Landes- oder Volksverräter, als Volksverräter bezeichnet. Wenn man das Erste diskutieren kann, ob das passiert ist, natürlich mit einem satirischen Hintergrund und nicht unbedingt zum Nachteil vom Geschlechtsorgan von Herrn Mainardi oder fast nicht, ist es so, dass ich ihn an keiner Stelle in diesem Video als Volksverräter bezeichnet habe. Würde ich nicht machen, weil wenn man das Video ganz schaut, und jeder kann es machen auf YouTube, schaut einfach, geht auf Stricker TV Kriegsrhetorik. Die Kriegsrhetorik des Boris Flamingo Mainardi, genau. Da könnt ihr es nachschauen, ist 30 Minuten. Ich finde es eine unglaublich gelungene Live-Inszenierung einer Sendung, wo ich eben rechtliche Standpunkte rund um die Redefreiheit sehr kritisch, stellenweise hoffentlich auch humorvoll und garantiert satirisch beleuchte. Ob Satire und Humor gelungen ist, muss immer jeder selber entscheiden. Das ist ein bisschen Geschmackssache, da kommt man nicht umhin, aber ich habe es lustig gefunden. Genau. Aber Boris Flamingo Mainardi, ja, offenbar nicht so. Und drum, ja. Ich sage immer bei Humor, wer Recht hat, wer lacht, hat Recht. Ja. Zum Beispiel, ich finde Mario Barth total scheiße. Aber wenn ich sehe, dass der Hallen füllt und die Leute sich schief lachen, wenn er imitiert, wie er von der Toilette aufsteht, auf der Suche nach WC-Papier, dann finde ich das unglaublich unlustig. Weil ich auch Fäkalhumor grundsätzlich scheiße finde. Und, aber die Halle oder das Festival tobt, dann sage ich, bei Entertainment, bei Humor, wer sich unterhält, wer lacht, hat Recht. Aber Boris Flamingo Mainardi ist offenbar anderer Meinung. Und darum hatten wir jetzt also ein Strafverfahren. Ich musste da zur Polizei Aussagen machen, dann musste ich vor die Staatsanwaltschaft in Frauenfeld Aussagen machen, dann wurde mir vorgeschlagen, ich könnte doch einen Vergleich machen. Und da habe ich gesagt, wisst ihr was, ich wollte ihm ja nicht wirklich auf die Schuhe treten. Mein Feind ist ja nicht, sind keine Flamingos, sondern mein Feind damals vor allem, das war der Bundesrat. Und ich hatte überhaupt kein Interesse, jetzt dieser unbedeutenden Person irgendwie, obwohl er eine öffentliche Figur ist, der für einen Tagesanzeiger scheint und so weiter, zu sehr auf die Füße zu treten. Und dann habe ich gesagt, ja, können wir reden. Und dann hat er sich aber geweigert, an die Schlichtungsverhandlung zu kommen, obwohl er eingeladen wurde vom Gericht. Ja, und also eine Einladung, das klingt immer sehr nett, oder? Aber ist nicht wie bei einer Hochzeit, wo man hoffentlich eine gute Ausrede findet, um nicht dahin gehen zu müssen, muss man eben dann doch erscheinen. Aber da Der Floris Flamingo Mainardi, der hat das anders empfunden. Der hat gesagt, zu dem Grüsselstricker gehe ich nicht. Und das ist ja aktenkundig, wer schreibt, dass ich quasi unhygienisch sei und so. Also ziemlich, ich weiß nicht, ob das justiziabel gewesen wäre, aber ich bin halt kein schlechter Verlierer wie Mainardi. Ich fechte meine Streitigkeiten lieber, sag ich mal, über die sozialen Medien oder meinetwegen auch Mann zu Mann aus, als dass ich zum Vater Staat hösele und um Hilfe frage, weil mein Penis nicht im allerbesten Licht erscheint. Ja. Das ist kein Witz. Kein Witz. Wirklich, darum hat es ein Strafverfahren gegeben. Und dann hat das Gericht gesagt, ah Moment, mein Art ist nicht erschienen, wir stellen die Sache ein. Und das hat dann Herr Mainardi überhaupt nicht gefallen. Der Flamingo Poris hat dann sofort alle Register gezückt, hat lange Schreiben abgesetzt und hat sich beschwert bei der Staatsanwaltschaft, hat nicht geklappt. Dann hat er sich beschwert beim Kanton.
bin ich sicher, Kantonsgericht oder so. Die hat das auch weggeschmettert. Und ich glaube, dann ist er sogar noch vor Bundesgericht gegangen. Und die hat das dann auch weggeschmettert. Und so blieben dann für ihn einfach 3.000 Franken Kosten hängen, obwohl ja normalerweise Strafverfahren mehr oder weniger gratis sind. Und seine Arbeit konnte er auch eintüten. Aber das hat er jetzt, er ist ein schlechter Verlierer. Kann ich einfach sagen, das lassen wir jetzt da bewenden. Jetzt geht er zivilrechtlich gegen mich vor. Ja. Ja. Ich finde es ja, nicht nett. Ja, nicht nett. Aber auch nicht weiter dramatisch. Ist nicht mein einziges Verfahren. Vor 10, 20 Jahren hätte mich das vielleicht noch in die hätte ich noch schlecht geschlafen. Ja. Mittlerweile denke ich gar nicht mehr dran, bis der Anwalt sich meldet. Wir haben hier eine Frist einzuhalten. Und ich habe einen sehr guten Anwalt. Und jetzt ist also so, jetzt gab es da ein Schreiben, dann gab es eine Replik und dann gab es noch ein Schreiben, dann gab es eine Duplik und da gibt es auch eine Tripod-Plik und so weiter. Da schreiben sich diese Juristen da alle möglichen Dinge. Und da haben wir halt dann auch wieder alles ausgepackt. Und da, das wird lustig werden, da wird es jetzt auch ein Verfahren geben, irgendwo in Luzern, weil aus ominösen Gründen muss ich, der sich nicht zu Schulden kommen hat, der strafrechtlich de facto freigesprochen wurde, im Sinne von, es wird nicht weiterverfolgt, weil er, ja, weiß sowieso von Anfang an, Habakuk war, aber egal, ich muss jetzt dann nach Luzern gehen, ich weiß nicht, ob ich selber erscheinen müsste, aber wahrscheinlich werde ich das machen, ob als Indianer oder nicht, das werden wir sehen, werden wir schauen, ob es da mediale Aufmerksamkeit gibt. Auf jeden Fall, ich wollte diesen Fall wirklich unter dem Deckel halten, weil mir ging es nicht darum, diesen Flamingo Poris Menardi irgendwie fortzuführen. Und ich habe das Video einfach dann da so stehen lassen. Aber jetzt, wo wir vor Gericht müssen und Floris Schlamingo Menardi offenbar ein sehr großes Interesse an Öffentlichkeit hat, sonst hätte er auch nicht das laufende Strafverfahren oder das Zivilverfahren noch öffentlich gemacht auf X mit Angabe meiner Privatadresse. Danke dafür. Ja. Und ja, er will stattfinden, oder? Der Flo, ich muss ein bisschen aufpassen, es ist ein laufendes Verfahren, also nicht Strafverfahren, aber, ja, aber damit er stattfindet, geht ihr vielleicht am besten auf YouTube und googelt auf Stricker TV-Kanal, Stricker TV zusammengeschrieben, Kriegsrhetorik, und dann findet ihr das Video, das ich finde mir wunderbar gelungen ist, weil ich habe es seither nochmals schauen müssen, weil ich ja mich eben auf diesen Flamingo-Prozess vorbereiten musste. So, das war das zweite Ding. Und was haben wir noch? Tesla. Tesla, eigentlich für einen zahlenden Supporter vorbehalten. Bei Tesla passieren unglaublich spannende Dinge. Ihr wisst ja, künstliche Intelligenz, das neue Ding, ChatGPT. Wir sehen künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch. Und es gibt eigentlich wie zwei verschiedene Arten von künstlicher Intelligenz. Wir haben diese Large Language Models, das mehr oder weniger einfach Buchstaben kreiert, aneinander reiht und so zum Teil verblüffende, intelligenzähnliche oder auch intelligente Sätze sprechen kann, Sachen richtig einstufen kann, zum Teil sogar medizinisch sehr gute Auskunft geben kann, glaube ich, beim Anwaltspatent, bei der Anwaltsprüfung, das in den USA da bestanden werden muss, um als Anwalt tätig zu sein, das wird von ChatGPT, glaube ich, mit 98%, also fast fehlerfrei bestanden. Viel besser als die allermeisten Anwälte. Das alles ist eben diese künstliche Intelligenz. Aber was man ein bisschen vernachlässigt, ist eben, es gibt eben nicht nur die künstliche Intelligenz im virtuellen Raum, mit Bits und Bytes und 0 und 1, sondern es gibt eben auch die Real World AI, die Echtwelt künstliche Intelligenz. Und da ist Tesla am vordersten Front dabei, weil sie seit mittlerweile ungefähr knapp 10 Jahren alle ihre Autos ausstatten mit Kameras. Oben, links, rechts, unten etwa 10 Kameras. Und da werden Daten aufgenommen seit 10 Jahren. Man kann sich nicht vorstellen, was für Datenberge das sind. Und diese Daten werden lokal im Fahrzeug dann bereits ein bisschen vorsortiert. So langweilige Autobahnkilometer und so weiter, wo nichts passiert, die sind mittlerweile so sicher, da muss man nichts mehr, da brauchen sie kaum mehr Informationen. Aber wenn sie sehen, der Autopilot wurde ausgestellt oder das Lenkrad wurde stark rumgerissen oder es wurde stark gebremst oder so, da können sie diese Daten
aussondern und eben in die Cloud schicken. Einen riesen Computer. Tesla hat dafür eigene Computerchips übrigens auch kreiert. Dojo heißt dieses, für zu weit, eigene Computerchips. Und sie sind jetzt also dabei, das Automatische, das Automobil, wirklich Automobil zu machen. Also selbstfahrend in dem Sinne, dass eben nicht mehr der Mensch fährt, sondern die Maschine. Oder wir haben es ja gesehen, als vor über 100 Jahren wurden die Kutschen immer seltener. Da wurde das Pferd abgeschafft. Und jetzt in dieser Phase jetzt, wo wir auf dem Weg sind zu den Robotaxis, sind wir, wie jemand so wunderschön formuliert hat, die Pferde. Der Mensch ist jetzt das Pferd, das abgeschafft wird. Und viele Leute sind nervös. Der CEO von Uber hat, wie ich gehört habe, mittlerweile ein Drittel seiner Aktien im Wert von 33 Millionen Dollar, irgendwie so etwas, oder so, hat er verkauft. Und es gibt da Mutmaßungen, es könnte mit dem Robotaxi zusammenhängen. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, er hat auch völlig recht, Elon Musk verspricht seit 2015, quasi nächstes Jahr haben wir Full Self-Driving, und es wurde immer und immer und immer wieder enttäuscht. Aber mittlerweile ist die 12. Version, 12.3, auf dem Markt. Bereits 12.4 wird ausgerollt. Und von Version 11 zu 12 haben sie einen fulminanten, einen unglaublich mutigen Wandel vollzogen. Und zwar haben sie eben aufgehört, quasi, wie sagt man dem, ich weiß nicht, wie man das sagt. Also sie haben aufgehört, einfach quasi das Auto programmieren zu wollen. Das ist ein Fahrrad, das ist eine Straßenlampe, das ist ein Lichtsignal, das ist ein sowieso. Sondern sie sind umgeschwenkt auf neurale Netze. Also sie haben quasi 8-9 Jahre Entwicklung mehr oder weniger gekübelt und haben einen neuen Ansatz, nicht ganz vergleichbar, aber doch nicht ganz nicht vergleichbar mit ChatGPT oder so, mit dem Large Language Model, eben angefangen, ein neuronales Netz zu kreieren. Was man jetzt quasi macht, ist mit dieser Software, sie bringen dem Auto nicht mehr bei, was eine Ampel ist oder was die Zahl 50 bedeutet, dass er nur 50 fahren darf, sondern sie haben jetzt einfach die besten Autofahrer der Welt genommen, und das können sie auswerten, was die guten Autofahrer sind, und haben die Software einfach Milliarden Kilometer lang, wirklich Milliarden Kilometer lang auf dem Beifahrersitz Platz nehmen lassen. Und diese Software, dumm wie ein Affe zu Beginn, hat einfach geschaut, was macht der Fahrer. Und das haben sie eine Milliarde Kilometer lang gemacht. Das muss man sich vorstellen, wie wenn man ein Baby hat. Und das Baby statt zur Schule zu schicken, das sitzt man immer nur in einem Tesla. Und das Baby wächst dann voran. Oder wird 10 Jahre alt, 11 Jahre alt, 12 Jahre, Version 12, wenn man so will, wie jetzt. Und nach 12 Jahren auf dem Beifahrersitz sitzen und nur zuschauen. Man hat nie mit dem Kind geredet. Es kann kein Englisch, kein Deutsch, gar nichts. Es kann keine Zahlen lesen, nichts. Aber weil das dieses Kind eben Milliarden Kilometer lang mitgefahren ist, hat es selber gemerkt, Moment, wenn diese Tafel kommt mit diesem Symbol, dann fährt das Auto 50. Wenn diese Tafel kommt mit diesem Symbol, fährt das Auto 80. Und wenn da vorne so ein Ding ist, was wir als Fahrrad bezeichnen, dann hat der Computer kein Wort für dieses Fahrrad, aber es weiß, hier muss man besonders aufpassen, weil hier fährt das Auto jedes Mal besonders vorsichtig drumherum. Ja. Und es weiß auch nicht, was ein Kreisel ist. Es weiß auch nicht, was Rechtsvortritt ist. Aber es merkt, wenn es an eine Kreuzung kommt, dass regelmäßig die Autos, die von rechts kommen, Vortritt haben. Ja. Oder manchmal eben auch keinen Vortritt haben, weil da am Boden etwas geschrieben ist. Man hat ihm nie erklärt, schau mal, dort hat es eine Beschriftung am Boden und darum darf ich fahren, sondern es hat einfach gemerkt, weil es Milliarden Kilometer lang mitgefahren ist, was es zu tun hat. Und mittlerweile mit 12.3, da sind unglaubliche Videos draußen, wie also ohne jede Intervention die Software also Kilometer um Kilometer frisst. Aber natürlich gibt es sogenannte Edge Cases, so Grenzfälle, für den gibt es unendlich viel.
Und damit man eben all diese Grenzfälle erfassen kann, braucht man einen riesen Vorrat an Daten. Man braucht eben Milliarden Kilometer, Elon Musk hat gesprochen von 6 Milliarden, mittlerweile sind es 2 Milliarden, bis man Full Self-Driving quasi habe, diese Robotaxis, weil man nicht, weil man alle diese Kilometer braucht, die allermeisten Kilometer braucht man nicht, aber man braucht eben den seltenen Vorfall, dass zum Beispiel eine Plastiktüte über die Straße fegt und dann muss der Computer lernen, dass eine Plastiktüte nicht dasselbe ist wie eine Katze. Für eine Katze bremst vielleicht ein tierfreundliches Fahrzeug, aber für eine Plastiktüte eben nicht, oder? Und dasselbe ist vielleicht bei Reflexionen, vor einer Pfütze und so weiter, wie es sich da verhalten muss. Und da muss man für all diese Edge-Cases, Corner-Cases, Grenzfälle, muss man eben dieses System füttern. Und manchmal dann eben auch auf ganz bestimmte, spezifische Probleme hinweisen und dann dort vielleicht auch noch ein bisschen programmiererisch dann eingreifen. Aber grundsätzlich lernt das System selber, es verbessert seinen eigenen Algorithmus. Und es ist am Ende nur eine Frage der Zeit, bis diese Software genauso sicher unterwegs ist wie der Mensch und dann doppelt so sicher und dann 10-mal so sicher und dann 100, dann 1000-mal so sicher. Und Elon Musk meint, sobald das System doppelt so sicher unterwegs ist wie der Mensch, dann werden die Behörden grünes Licht geben. Und jetzt ist also ganz Spannendes passiert. Jetzt hat er den Autonomy Day oder Robotaxi Day ausgerufen am 8.8. 8 ist eine Glückszahl in China und man weiß nicht, ob es einen Zusammenhang gibt, aber es könnte die Vermutung im Raum stehen, weil ja bereits Tesla mit Baidu in Gesprächen ist, dass unter Umständen sogar in China diese Robotaxis als erstes unterwegs sein werden. Rechtlich gesehen stimmt aber nicht viel dagegen, das auch in den USA zu machen, weil etwa 40 oder 52 Bundesstaaten nicht grundsätzlich Robotaxis verbieten. Und was nicht ausdrücklich verboten ist, nach amerikanischem Recht oder englischem Recht, das ist erlaubt. Ist in der Schweiz nicht viel anders. Damit etwas verboten ist, muss man es verbieten. Ja, die Vokarschlöcher verstehen das nicht, aber grundsätzlich ist es so, man darf machen, was nicht verboten ist. Und darum dürfte man auch in Kalifornien zum Beispiel sofort mit den Robotaxis loslegen. Allerdings sind diese eben so verseuchten Linksextremisten eben so aufgestellt, dass es vielleicht für Tesla nicht das beste Pflaster wäre, um so etwas zu beginnen. Aber zum Beispiel in Kalifornien gibt es bereits Waymo. Und Waymo funktioniert ganz anders. Die haben Autos, die kosten etwa 250.000 Franken und die funktionieren nur mit teuren LiDAR- und Radargeräten und so weiter. Und die funktionieren nur auf einem eng abgesteckten Gebiet. Und wenn sich in diesem abgesteckten Gebiet etwas ändert, eine Baustelle und so weiter, dann muss man es neu programmieren. Und Teslas Full Self-Driving funktioniert ganz anders. Aber, und darum hat Waymo keine Zukunft, aber Full Self-Driving schon. Aber das Großartige ist eben, Waymo funktioniert bereits, zum Beispiel in San Francisco. Und darum ist also diese Hürde, diese administrativen Hürden, die sind also bereits genommen. Und das macht es dann Tesla einfacher nachzuziehen. Und es ist keine Konkurrenz in Sicht. Und ich sage das alles auch mit Blick auf den Tesla-Kurs. Es ist keine Konkurrenz in Sicht, weil man eben diese Datenmenge braucht. Und bis heute hat kein anderer Autohersteller diese Kameras fix verbaut. Niemand sammelt die Daten, nur Waymo macht das. Aber Waymo hat vielleicht ein paar hundert Autofahrer unterwegs. Und Tesla hat mittlerweile 5 Millionen Fahrzeuge verkauft, die praktisch alle mit diesen Kameras ausgestattet sind. Und darum ist einfach dieser Datenvorteil immens. Wie gesagt, wegen diesen Corner Cases. Man nennt es auch the March of the Nines, oder? Es ist, wir nennen eine beliebige Strecke, sage ich mal 100 Kilometer, und dann kann man sagen, jetzt ist vielleicht Tesla so weit, dass sie 99% der Fälle 100 Kilometer abfahren kann. Sagen wir 90% der Fälle so ist, dass sie 100 Kilometer abfahren können, ohne einmal, oder dass man nur einmal in das Auto eingreifen muss. Und der March of the Nines ist der Marsch nach den Neunen. Das bedeutet nichts anderes, als dass man eben jetzt das weiter so programmieren und verbessern muss, dass es nicht mehr in 90%, sondern in 99% der Fälle eben nicht eingegriffen werden muss. Und dann müssen es 99,9% sein, 99,99%. Und irgendwann vielleicht bei 99,999%, 100 Kilometer ohne Unfall, da sind wir dann irgendwo dort, wo der Mensch dann steht. Der Mensch macht vielleicht alle 200.000, keine Ahnung, alle 300.000 Kilometer einen Unfall. Nicht unbedingt mit Todesfolge, aber einfach Sachschaden, Körperverletzung und so weiter. Und jetzt bereits ist es so, mit dem Full Self-Drive von Tesla, das es bereits gibt, auf Autobahnen und so, dauert es bereits jetzt 6 Millionen Kilometer, bis es zu einem Unfall kommt mit Tesla.
Also ist bereits jetzt etwa 30 Mal sicherer oder 20 Mal sicherer, mit einem Tesla Autobahn zu fahren, mit, wo der Autopilot aktiviert ist, als mit einem anderen Fahrzeug. Aber eben nur auf der Autobahn. Und jetzt brauchen wir all diese Corner Cases. Und da muss halt der Computer eben diesen March of the Nines durchschreiten. Das war immer ein bisschen computer-constrained, also man hatte zu wenig Rechenleistung. Das Problem ist aber gelöst, weil Tesla, glaube ich, also x Milliarden, also über 10 Milliarden in Infrastruktur investiert hat, um eben diese Rechenpower zu generieren. Und Elon Musk ist offenbar so überzeugt, dass Robotaxis jetzt wirklich kommen, dass er am 8.8. das Robotaxi angeblich enthüllen will. Er hat im letzten Quartalsbericht Unglaubliches gesagt. Er ist so weit gegangen und hat gesagt, wenn du nicht glaubst, wer nicht daran glaubt, dass Tesla Full Self-Driving meistert, dann sollte er keine Aktien besitzen. Also er ist so überzeugt, dass die Zukunft von Tesla nicht am Elektromoment alleine hängt, sondern am Robotaxi. Weil was Robotaxis bedeuten, das kann man sich ja wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Nehmen wir einmal an, Sprung 50 Jahre in die Zukunft und alle Autos sind dann mit Garantie, würde ich sagen, aus Oldtimer, sind dann selbstfahrend. Wie viel weniger Autos wir brauchen? Ich könnte dann einfach nach oben gehen und das erste Auto suchen und dort einsteigen. Weil Autos dann zu einer Massenware werden, weil Leute dann nicht mehr Autos, die meisten haben nicht mehr Autos, um damit irgendjemanden zu beeindrucken oder so, sondern es ist einfach ein Fortbewegungsmittel, wo immer ein Chauffeur im Auto wartet auf dich, eben dieser Computer. Und wenn du jetzt in einem abgelegenen Ort wohnst, wo gerade kein einziges Auto rumsteht, dann kannst du über Uber auf die App klicken, die Tesla bereits entwickelt hat, und dann kommt das Auto angefahren. Und in dem Moment, wenn es genug günstig ist, dann werden ganz viele Leute kein Auto mehr brauchen. Und vor allem, wenn du zum Beispiel in die Stadt fährst, nach Scheiß Zürich zum Beispiel, wo diese Simon Napolz präsidiert oder richtet, Scheiß Zürich, dann kannst du halt einfach aus dem Auto aussteigen. Und das Auto parkt sich selbst oder geht zum nächsten. Wie viele Parkhäuser bräuchten wir weniger, wenn man in jedes Auto einsteigen könnte, das in Zürich steht? Ja, stell dir doch mal das vor. Und es bedeutet auch eine Aufwertung von ländlichen Liegenschaften wie ich. Ich wohne auf dem Land, in der Stadt könnte ich mir so etwas nicht leisten. Das geht nur, wenn man sehr, sehr ländlich wohnt. Und wenn ich jetzt in ein gewisses Alter komme, ich sage mal, in meinem Fall vielleicht so 110, 120 Jahre alt, dann werde ich ja nicht mehr in der Lage sein, selber Auto zu fahren. Und dann sind dann eben solche Orte auf dem Land nicht sehr attraktiv. Da wollen dann viele ältere Menschen lieber in Stadtnähe sein, wo sie gute Infrastruktur haben und so weiter. Und das alles ändert sich. Plötzlich wird auf dem Land zu leben viel, viel attraktiver, weil eben auch alte Menschen nicht einen Kilometer spazieren müssen zur Busstation, was ja dann ein Kampf ist, zum Teil einen Kilometer zu spazieren für alte Leute, sondern eben einfach ihr Robotaxi kommen lassen können und sofort zum Arzt gefahren werden können, wenn es zum Beispiel nötig wäre. Und diese Zukunft, und natürlich auch gibt es auch für Pendler, wenn du pendeln kannst, statt in einem stinkigen Zug, wo du in der Kälte auf den Zug warten musst, mit 50 anderen da in einem Abteil sitzen musst und dich aufregst über Manspreading oder so, wenn du einfach in deinen eigenen vier Wändchen fahren kannst und dabei schlafen oder lesen oder spielen oder Fernsehen schauen kannst, dann ist auch das Pendeln ja nur noch halb so schlimm. Und darum wird auch das bedeuten, dass Immobilien zum Beispiel auf dem Land attraktiver werden. Und jetzt ist eben die große Frage, wann kommt Full Self-Driving? Ja, und ich bin so sicher, dass es bald kommt, dass ich an allen meinen Aktien, ich habe eigentlich mein ganzes wenige Geld, das ich habe, habe ich in mein Haus und in Aktien gesteckt. Ich habe also wirklich immer nur ein paar tausend Franken Luft. Ja, und sonst kaufe ich oder verkaufe ich Aktien. Und jetzt aber bin ich sehr sicher, das ist aber keine Empfehlung, Aktien zu kaufen. Jeder muss selber wissen, wo er steht und muss selber seine Recherche machen. Aber ich bin überzeugt, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren sich der Aktienkurs von Tesla mindestens ver5- bis ver10-facht. Hat sie schon mal gemacht vor ein paar Jahren und das wird es wieder machen. Weil einfach Full Self-Driving von der Ökonomie her, das kann man sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Weil die anderen Autohersteller, die haben ja diese Daten nicht. Und Tesla hat bereits gesagt, sie seien völlig bereit dazu, diese Daten, dieses Full Self-Driving anderen Autoherstellern zu quasi wie ein Betriebssystem zu überlassen.
Das würde dann also bedeuten, dass alle anderen Autohersteller mit Tesla Full Self-Driving ausgestattet werden. Nicht Mercedes, nicht VW, nicht Toyota würde dafür bezahlen, sondern der Endkonsument. Er würde dann seinen Mercedes kaufen, der die Hardware bereits installiert hat, und kann dann vielleicht für 5 oder für 10 oder für 20.000 Franken, wahrscheinlich sogar mehr, kann er Full Self-Driving dann kaufen, weil es ein riesen Upgrade ist für ein Auto, das man eben auch noch als Robotaxi oder so verwenden kann oder eben als Full Self-Driving Auto verwenden kann. Und da würde dann was denn da verdient wird für dieses Full Self-Driving, da würde ein Teil an Tesla gehen und ein Teil an Mercedes und so weiter. Und wenn man sieht, dass jedes Jahr ungefähr 100 Millionen Fahrzeuge gebaut werden und absehbar ist, dass wenn Full Self-Driving kommt, dass es absolut, dass man absolut nicht mehr wettbewerbsfähig ist, wenn man es nicht mehr anbietet, wenigstens als Option, werden unglaublich viele Hersteller früher oder später dann zu Tesla kommen, um anzuklopfen. Und da bin ich sicher, Baidu, da ist auch bereits ein paar hundert Full Self-Driving, also Robotaxis auf den Straßen von China unterwegs hat, die haben bereits, glaube ich, gesagt, dass sie eine Kooperation mit Tesla anstreben. Ich glaube, so Uber ist da nicht ganz... Ja, Uber wird es wahrscheinlich killen am Schluss. Aber vielleicht gibt es auch eine andere Variante, dass sie mit Tesla kooperieren. Das Problem ist nur, bis natürlich ein Auto geplant ist und gebaut ist, da vergehen etwa 3 Jahre. Also wenn jetzt Tesla oder wenn jetzt Audi ein neues Fahrzeug auf den Markt bringen will, das Full Self-Driving kann, dann müssen sie ja die Kamera installiert haben, den Computer installiert haben und so weiter. Und die Entwicklungszeit dauert gemäß Elon Musk wahrscheinlich bei den meisten mindestens 3 Jahre. Aber das Schöne ist eben am Aktienkurs. Aktienkurs bildet nicht immer nur die Realität ab. Es gibt dieses schöne Bild, das einer mal gesagt hat, Costolani oder so, der hat gesagt, wenn ein Mann mit seinem Hündchen durch den Park läuft, dann macht das Hündchen rennt links und rechts und so, das sei der Börsenkurs. Und der Mann, der ist die Wirtschaft. Also wenn der Mann irgendwie jetzt dem See entlang läuft, dann macht das Hündchen zwar links und rechts Ausschläge, aber auf lange Sicht deckt sich eben der Aktienkurs mit der tatsächlichen wirtschaftlichen Situation. Oder? Und wie es gesagt wurde, am Anfang ist der Kurs eine Waage. Entschuldigung, nein, ist es eine Voting Machine und nachher wird es zur Weighing Machine. Also am Anfang wird einfach quasi geraten, wird abgestimmt, wie sehr glaube ich an die Zukunft von Nvidia, von Microsoft, von Tesla und so weiter. Aber langfristig hat es eben auch automatisch das Gewicht, das ihm zusteht. Wie zum Beispiel jetzt Nvidia schießt in den Himmel. Ob das wert ist, das werden wir sehen. Das wissen wir jetzt nicht, aber in der Retrospektive werden wir das wissen, was dann wirklich wert ist, wenn man genug lang Daten erfasst. Und all diese Dinge, das ist das Schöne eben, was ich sagen wollte, wenn jetzt also der durchschnittliche Anleger oder die Investoren von den Banken und so weiter nur verstehen, richtig verstehen, dass nicht nur Elektro die Zukunft ist, und es ist die Zukunft, weil es billiger ist langfristig und immer billiger wird. Das ist der Hauptgrund. Wenn man Elektroautos für 10.000 Franken kauft, kann es vorbei mit den Benzinern und dorthin wird es gehen. Oder 15.000 Franken. Und wenn man also wenn man jetzt also nicht nur glaubt, dass die Zukunft elektrisch ist, sondern eben auch Full Self-Driving ist. Und wenn die Leute verstehen, dass Tesla das liefern kann und auf absehbare Zeit die einzige Firma ist, die das liefern kann. Wenn sie das verstanden haben, dann wird der Aktienkurs wieder abheben. Aber das kann noch ein paar Jahre dauern. Ich sage nicht, das passiert sofort. Der Tesla-Kurs ist ja anders als andere Firmen, ist eigentlich stagniert, das ist auch rückläufig, seit 3 Jahren etwa stagnierend. Aber das haben wir bei Tesla öfters gesehen. 5 Jahre nichts und dann mal 30. Und so etwas erwarte ich jetzt eigentlich wieder. Ja, einfach so. Das habe ich mal so gesagt. Aber es ist keine Empfehlung für irgendwas. Und es gibt vor allem ein großes Aber. Am 14. Juni gibt es eine Abstimmung, weil Elon Musk ist natürlich politisch extrem exponiert. Der wird wirklich gehasst von der Biden-Regierung. Und er hat jetzt einen ganz kuriosen Prozess verloren in Delaware. Zuerst hat dieselbe Richterin, eine Richterin gesagt, er müsse jetzt Twitter kaufen zu einem sehr unvorteilhaften Preis, obwohl der ganze Markt gecrashed ist. Und da hat diese Richterin eigentlich in etwa verdonnert, etwa 15 Milliarden mehr für Twitter zu zahlen, als der Marktwert eigentlich gewesen wäre, was er gemacht hat. Aber jetzt hat dieselbe Richterin einen unglaublichen
ein unglaublichen, also wirklich, das ist ein unglaubliches politisches Urteil gefällt, ein aktivistisches Urteil, und da müsst ihr euch festhalten. Elon Musk hat vor 5 Jahren gesagt, wisst ihr was, ich arbeite komplett gratis. Die Marktkapitalisierung ist jetzt von Tesla ist 58 Milliarden und ich will keinen Lohn. Ich will nur ein bisschen mehr Lohn, wenn gewisse Umsatzzahlen erreicht sind, gewisse Gewinnzahlen erreicht sind und der Aktienwert auf 100 Milliarden ansteigt, also sich verdoppelt fast. Und die nächste Tranche kriege ich bei 150 Milliarden und dann bei 200 Milliarden. Und wenn ich es schaffe, innerhalb von 5 Jahren den Kurs zu verelffachen, wenn ich das schaffe, dass jeder, der für 1.000 Franken Aktien hat, nachher nach 5 Jahren 11.000 Franken hat und jeder, der 100.000 Franken hat, nachher über 1 Million hat, wenn ich das schaffe, dann bekomme ich 58 Milliarden Dollar und bin so der bestbezahlte CEO aller Zeiten. Und das wurde von den Aktionären genehmigt, mit einer guten Mehrheit. Und jetzt aber hat jemand, eine Anwaltsfirma, der jemanden vertritt, der gerade mal Aktien von weniger als 2.000 Dollar besitzt, also 11 Aktien waren es, glaube ich, von den Milliarden, die da unterwegs sind, und hat durchgeklagt. Und jetzt wurde bestimmt, hey, von dieser Richterin, vor fünf Jahren, da habt ihr, als ihr das den Aktionären vorgelegt habt, habt ihr nicht mitgeteilt, dass Kimball Musk, der auch im Vorstand ist, der Bruder ist von Elon Musk. Und dass da quasi heffeligtäcklich Korruption hätte stattfinden können. Also, völliger Witz. Also erstmal, der hat den gleichen Nachnamen. Oder jeder konnte sofort nachschauen, dass es der Bruder ist. Und zweitens, wie gesagt, er hat den Wert der Firma verelffacht. Jeder, der Aktien hatte, ist 11-mal reicher als zuvor. Und trotzdem hat diese Richterin jetzt entschieden, diese ganze Abmachung mit 58 Milliarden, das gestrichen. Echt? Und das kostet Elon Musk potenziell 58 Milliarden. Und das ist auch für ihn, der der 200 Milliarden Wert gilt, sehr, sehr viel Geld, weil er ist der Hauptaktionär bei Tesla und das ist sein Geld. Das hat er nicht in Cash, das hat er in Aktien. Und er hat es wirklich verdient, weil die Firma war damals auch eng am Konkurs und er hat diese Firma groß gemacht und extra, also der hat gearbeitet wie ein Verrückter. Jetzt haben sagen, niemand dachte, er hat 58 Milliarden verdient. Egal, ich bin anderer Meinung, weil er hat geliefert. Er hat alle, die da mitinvestiert haben, 10-mal reicher gemacht. Aber jetzt ist es so, dass anscheinend, ja, das alles nicht mehr gelten soll. Und jetzt als Reaktion darauf hat Tesla gesagt, Elon Musk, Delaware, das bis jetzt so quasi das Fürstentum Liechtenstein der Amerikaner war, das einfach immer gut war vom steuerlichen Standpunkt, aber auch vom juristischen Standpunkt, dass man gewisse Rechtssicherheit hatte. Wir wollen dort nicht mehr sein. Wir wollen jetzt nach Texas. Und jetzt kommt das ganz Verrückte. Jetzt werden am 14. Juni werden alle Aktionäre abstimmen müssen zu zwei Dingen. Erstens einmal müssen sie jetzt diesen Plan, Elon Musk diese 58 Milliarden auszuzahlen, nochmals den Aktionären vorlegen. Und es ist absolut nicht sicher, ob es gelingen wird, diese 58 Milliarden von einer Mehrheit der Abstimmenden noch einmal gesprochen zu bekommen, weil es da hat viele Fonds drin, die sagen vielleicht, warum sollen wir es diesem Arschloch geben? Elon Musk ist gegen Woke, er ist nicht, ja, und so weiter. Gibt es vielleicht politische Vorbelastungen? Und ich glaube, es war eine Vorstandsvorsitzende oder so, Ron, eine Frau bei Tesla, ist eine Chefin, wie bei SpaceX ja auch, die hat gesagt, es sei, diese Mehrheit zu bekommen, das sei wie ein Besteigen des Mount Everests. Also es ist absolut unsicher, ob das gelingen wird. Und das noch schlimmer ist, sie wollen jetzt den Sitz nach Texas, nach Austin oder so, verlagern, damit eben sie nicht mehr dieser Willkür des Heimatstaates von Joe Biden ausgeliefert sind, diesem Willkürgericht. Und dort ist es noch viel verrückter. Dort müssen nicht nur einfach 50% der Stimmen, also eine Mehrheit der Stimmen, dafür sein, wie bei diesem Beschluss, die 58 Milliarden zu zahlen, sondern dort müssen sogar, und jetzt haltet euch fest, über 50% aller verfügbaren Stimmen, die es überhaupt gibt, sich dafür entscheiden.
Und das ist fast unmöglich, weil zum Beispiel in Europa ganz viele Leute, ich weiß gar nicht, wie man abstimmt, als Kleinaktionär, etwa 35% der Tesla-Aktionäre sind Kleinaktionäre und die stimmen vielleicht einfach gar nicht ab. Oder wenn man dieses Drittel wegrechnet, dann hat man ja nur noch 65%. Oder? Und also das wird extrem schwierig. Oder? Das ist jetzt ein Riesenkampf und das ist das Einzige an der Tesla-Aktie, das mir ein bisschen Sorgen macht. Weil wenn Elon Musk sagt, wisst ihr was, wenn ich jetzt 5 Jahre lang gratis gearbeitet habe, dann könnte mich alle mal, ich nehme mein Wissen, ich nehme die besten Leute, ich mache eine andere Firma, die ich bereits besitze, größer, ich verabschiede mich von Tesla, widme mich der künstlichen Intelligenz in anderer Art und das würde Tesla natürlich extrem schaden. Und das wissen natürlich die meisten Investoren und darum wollen sie ihm diese 58 Milliarden auch zahlen. Weiterhin, diese Aktien, sind ja nur Aktien, aber es hat eben ganz große drin, wie Vanguard oder BlackRock und so weiter. Und da ist völlig offen, ob die wirklich die Aktionärsinteressen vertreten oder ihm einfach politisch eins auswischen wollen. Also Elon Musk, der Preis, den er bezahlt für die Redefreiheit, den er Twitter gekauft hat, man kann es sich nicht ausdenken. Das ist eine riesen, riesen Sache. Also der zahlt also wirklich, das wird ihn wahrscheinlich schon 100 Milliarden gekostet haben oder so. Also ich rechne ihm das hoch an, andere sehen das anders, ist euer gutes Recht. Ich finde, Elon Musk ist die wichtigste Person der Zeitgeschichte. Und wisst ihr, früher hat man von Da Vinci geredet, man hat von Newton geredet, man hat vielleicht von Ford geredet, mit seinen Massenproduktionen von Fahrzeugen und so weiter, als Steve Jobs, größter Unternehmer und so weiter. Aber jemand, der quasi alles im wirtschaftlichen Bereich überstrahlt, das ist der Raketen landen lässt und es schafft, nicht nur Elektroautos profitabel zu produzieren, sondern aus dem Stand heraus mit extrem wenig Kapital das zum Erfolg zu bringen. Wenn man sich da ein bisschen vertieft, ich rate zur Biografie von Elon Musk, die ja letztlich veröffentlicht wurde von Mossberg, ich muss selber schauen, wie der heißt, gibt einfach Elon Musk Biografie, die gibt es ein Hörbuch, das ich fast fertig gehört habe. Ich rate Ihnen, das zu hören. Und aus meiner Sicht hat man immer das Gefühl, in der Gegenwart gäbe es keine wirklich historischen Figuren. Aber die gibt es natürlich auch. Wir werden einfach erst im Nachhinein darüber dann wirklich imstande sein, darüber zu richten. Aber mein Tipp ist, Elon Musk als prägendste Figur des Westens, der Welt, politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich und auch von der Inspiration her. So. To the moon, to the Mars. Wir werden sehen. So, das war jetzt genug Tesla für heute. Wie gesagt, normalerweise eigentlich für meine lieben Zahlen-Supporter aufgespart. Wer jetzt so weit gehört hat, der wird belohnt. Aber ich kann auch sagen, der Vorverkauf ist jetzt offiziell eröffnet. Es gibt jetzt das Strickerfest der Liebe. Tickets unter stricker.tv. 35 Franken Early Bird Rabatt. Später wird es dann mal 50 werden. Ist zwar geplant zumindest. Und darum, wer zuerst kommt, ja. Wer zuletzt kommt, bestraft das Leben. Wer zuerst kommt, der hat Glück, der kann jetzt diese Tickets erwerben. Wir haben nicht mehr über 1.200, 1.500 Plätze wie damals in Pasadena. Diesmal sind es nur 600 Plätze. Darum kann ich mit gewisser Zuversicht sagen, wir werden ausgebucht sein. Also, wenn du bis jetzt zugehört hast, hast du jetzt bis einer der Ersten, der nicht innerhalb meiner Supporter-Community ist und sich auch nicht schon im Newsletter reingetragen hat. Diese wurden auch bereits informiert, die frühe Reservation gemacht haben. Aber im Moment hast du noch gute Chancen, Tickets zu bekommen. So, tragt euch Sorge und bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander.